Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wonderboy 3. Ich bin euer Mammut. Und wir stürzen uns jetzt hier einfach mal in das Schiff hinein. Und das bedeutet, wir sind jetzt hier in der nächsten, naja, sage ich mal, Dungeon oder Burg, wo uns dann auch wieder so ein kleiner Endgegner erwartet. Es sind hier diese nervigen Schatten, die wirklich, wirklich nervig sind, weil die erscheinen erst, wenn man eine Mindestreichweite erreicht hat. Und wenn man direkt davor steht, dann kommen sie auch nicht. Und später gibt es halt noch welche, die auch noch schießen können. Dann erscheinen sie hinter einem und schießen einem dann so einen Feuerball in den Rücken, den man dann nicht so schnell blocken kann oder sowas. Das ist nicht so gut. Oder von zwei Seiten, das ist auch Klassiker des Überwältigens. So. Da sind auch schon die in grün. Die schießen auch schon ein bisschen. Halten auch ein bisschen mehr aus. Aber das geht alles noch. Na los, komm raus. Ja, ich kann nicht sehen. So. Naja, man muss ja auch vorsichtig gehen, sonst läuft man hier mitten in die Schatten hinein. Und das muss wirklich nicht sein. Und es kommt. Ja, sehr schön. So. Und weiter geht's. Ab durch die Steinchen. Ja, den lasse ich da jetzt mal leben. Der kümmert mich jetzt nicht. Aber der Zyklop, der ärgert mich. Der kann ruhig sterben. Und du auch. Und du erst recht. Du mit den Feuerkeksenwerfer hier. So. Noch mehr davon. Oh Gott, wo kommen die alle her? Brauchen die nichts zu essen oder brauchen sie hier die ganze Zeit ins Schiff? Wer weiß, wie lange das schon liegt. Oder hängt. Ich weiß ja nicht genau. Ja, das zwei davon. Ja, ganz genau. Stirb, mein diabolischer Bumerang. Habt ihr das gesehen? Wollte er mich von hinten attackieren? So. Ja, und die Dinger gibt es ja auch hier noch. Schlimmer geht's nicht. Und da drüber wegzuspringen ist auch immer nervig. Und ja, super. So ein Kopf von hinten und so ein Schatten von der anderen Seite. Da auch noch einer. So. Dürfte aber auch nicht mehr so lange dauern und dann haben wir auch schon das Ende erreicht. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich irre mich oft. Ich kann das. Und ich kann das gut. So. Jetzt erstmal wieder Quallen. Ja, Kraken. Kraken ist der richtige Ausdruck dafür. Ich habe bestimmt beim letzten Part auch schon Quallen dazu gesagt, aber sind das doch eher Kraken oder Oktopusse? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall keine Quallen. Wie auch immer ich immer auf solche kuriosen Namen komme für Viecher, wo das gar nicht zutrifft. Ja? Also manchmal weiß ich halt auch einfach gerade nicht, wie der richtige Name dafür ist. Und dann sage ich zum Beispiel zum Kuchen einfach mal, ey, ich hätte gern so einen Keks. So als krasses Beispiel. Ich habe es noch nicht wörtlich gesagt, aber um es zu veranschaulichen, wie sowas manchmal zustande kommt. Ist manchmal auch echt furchtbar. Noch so ein Zyklop. Yeah. Ich war jetzt kurz am Überlegen, ist Zyklop der richtige Ausdruck für ein Wesen mit einem Auge? Aber ja, ist es. Ja, toll. Ja, ganz toll. Ach, stirb. Stirb. Blauer Schatten. So. Ich komme. Da. Bam. Nee. So.
Dann ist jetzt aber echt bald so, dass... Oh, lauf doch nicht weg hier. Komm her, komm. Aber doch nicht so... Nein, das muss doch nicht sein. Nein, nein. Oh, scheiße. Oh, Gott. Oh, ja, geht's noch? Geht's noch? Ehrlich mal. Hallo, hallo. Ja, ist ja gut. Oh. Gerade das Elixier verschwendet, was wir gerade bekommen haben. Und bleib hier schon wieder tot. Das ist ja super hier. So. Halt, nein. Ich bleibe unten. Machen wir einen Bumerang. Yay. So. So viel dazu. Ey. Noch ein Herzchen. Yay. Wir sind mehr als halb aufgefüllt. Ich hoffe, das war's jetzt. Ja. Da ist ja Mr. Captain Drache mit seinem kleinen Enterhaken hier, der ziemlich nervig ist, aber ich kann diese Haken hier auch blocken, wenn ich nur richtig stehen würde. Da hat man es vielleicht gehört, dass ich es geblockt habe. Da auch. Ja, spring doch nicht herum. Nein, lass das. Captain Jack Drachen hier, ey. Los, ey. So geht das nicht, ja. Hallo, ich sagte, so geht das nicht. Nein, nein, nein. So. Oh, ja. Bin zu früh gesprungen. Oh, jetzt springt er mir schon wieder entgegen. Na, super. Yay, wir haben ihn, glaube ich, das zweite Mal getroffen oder so. Das dritte Mal. Wir steigern uns. Oh, oder auch nicht. Halt doch mal an. Ja, sehr schön. Und nochmal. Nein, dann halt nicht. Okay, ich hab's verstanden. Du möchtest nicht auf die Fresse bekommen. Nee, ich auch nicht. Ja, wir können das doch sicherlich auch anders regeln, ja? Ich hau einfach dir auf die Fresse und du mir nicht. Dann haben wir beide was von. Du bist erlöst und ich hab dich besiegt. Also wirklich. Ne? Also. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Wie findest du das? Sag doch mal was. Hallo. Oh, musste immer mit den Haken reden. Immer mit den Haken durch die Wand, ne? Ja. Hey. Dann bin ich schon wieder fast tot. Nein, ich will nicht schon wieder ein Elixier verlieren. Die sind kostbar. Die kosten so viel. Aber ich springe dann auch noch in sein Maul, wenn ich drauf haue. Ganz schlau. Da, wo er es gerade weit auf hat, springe ich nochmal rein. Einmal noch draufhauen, dann müsste es geschafft sein. Okay, noch einmal. Und nicht so. Oh. Zwei Herzen hat er mir gerade mal aufgefüllt. Sollte sich beschweren. Aber wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Und jetzt lässt er auch ganze Säcke fallen. Das ist super. Einfach nur nicht von der blauen Flamme erwischen lassen und wir haben sehr viel Gold. Geh weg. Geh weg, die blaue Flamme. Geh weg. Weg, 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 weg. So, jetzt kannst du mich haben. Ja, komm her, komm. Ja, sehr schön. Und dieses Mal verwandeln wir uns in einen mächtigen Löwen. Und wir sind wieder an der Oberwelt. Yay. Das ist doch toll. Da können wir ja gleich eine Abkürzung benutzen. Wir gehen hier einfach mal hier rein. Da gibt es hier oben einen schönen Stein, der so ein Fragezeichen beinhaltet, der uns eine Tür offenbart, wo wir einfach ins Dorf zurückkehren können. So. Und jetzt gehen wir nochmal nach oben in die Wüste, hinter die Pyramide. Einfach, weil da gibt es noch eine Menge zu entdecken. Wenn es nicht danach aussieht, da sind... Ja, Spoiler möchte ich noch nicht, deswegen halte ich jetzt einfach mal die Klappe, was das Thema betrifft. Wir gehen einfach mal hin. Oh, gut, ist. Stirb, du rote Schlange. Stirb, du rote Schlange. Du auch, du rote Schlange. Und du. Ja, wir kommen jetzt hier auf jeden Fall wesentlich einfacher durch. A, halten wir mehr aus. B, machen wir mal Schaden.
Und wir können von oben nach unten schlagen. Das heißt, wir müssen nicht mehr springen, um da so eine Sonnenblume zu killen. Und das macht schon sehr viel aus. Wir können auch einfach so beim Springen mal so eine Wolke vernichten, indem wir einfach draufhauen. Das geht jetzt auch. Auch diese Viecher hier einfach stehen, draufhauen. Wesentlich einfacher, als wie vorher mit dem Drachen da immer drüber hinweg zu springen, was die hier spucken. Nur das Aussammeln, was zerfallen lassen, das daran muss ich noch üben. Aber das sollte nicht das Problem sein. Und in den Gegner reinlaufen, das kann ich immer noch sehr gut. Sollte es aber nicht so gut können. Ich wünschte, ich könnte es nicht so gut. Aber naja, passiert. Aua. Nur nochmal. Aua. Oh, Tatsache, ich mache es tatsächlich nochmal. So war das nicht geplant. So, jetzt müssen aber die Krebse hier dran glauben. Oder der Löwe. Na gut, der Krebs. Gut. Und ein grüner Laternenfisch. Yay. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und die grünen tatsächlich, aber die blauen, die hatten wir jetzt schon ein bisschen öfter. Aua, lass das. Nicht gut. So. Hey, stirb, 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 stirb. Achso, bist schon tot. Gut. Hey, wie viele Fische es hier gibt. Ist ja wie ein Aquarium so voll. Ja, also, was nicht heißen soll, dass hier das Aquarium voll ist. Aber mir ist gerade kein besseres Beispiel eingefallen. So, der darf jetzt auch mal überleben hier. Aber, ja, so viel zum Thema. Wir können im Springen eine Wolke töten. Aber wir sind jetzt noch nicht gestorben. Auf dem Weg zur Pyramide. Hey, so. Warum auch immer diese Wolken der Sonnenbrille aufhaben? Haben sie Angst, braun zu werden oder was? So, jetzt müssen wir diesen ewig langen Aufstieg hier hinter uns bringen, der so ewig lang ist. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ist. Oh Mann. So. Sie ist ein ewig langer Abstieg und da ist wieder so ein Kaktus verkleidendes Schwein. So, in diesem Raum hier waren wir schon mal. Aber dieses Mal können wir hier die Wände zerstören. Wir gehen hier zuerst nach ganz links. So, dann haben wir einen Raum voller Truhen. Hey, so. Und in jeder dieser Truhen ist etwas anderes drin. So, wir können aber jetzt nicht alle auf einmal vernichten. Öffnen meine ich. Sondern müssen jetzt jedes Mal wieder neu darunter. Und jede Truhe abzählen quasi. Die hatten wir schon. Die zweite Truhe kommt jetzt. Und wir können die quasi an jeder Stelle nach oben drücken und es öffnet sich auf einmal eine Tür. So. Die ist auf jeden Fall sehr gut Gold bringt. Und gleich auch andere Gegenstände bringt. Weil nicht unbedingt hier so Rüstung oder sowas, sondern Feuerbälle zum Beispiel. So, das war jetzt Truhe Nummer 3. Dann auf zur Truhe Nummer 4. Kaputt hauen wieder. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und würden wir dann eine der bereits geöffneten Truhen nochmal öffnen, wäre halt nichts drin. Ja, das habt ihr euch bestimmt auch schon gedacht. So. Und welche Truhe war das jetzt? 4, ne? Jetzt zur Truhe 5. 1, 2, 3, 4 und die 5. Yay, Pfeile! So.
Und wieder rein. Ja, irgendwann hat das Ganze mit den Truhen auch ein Ende. Halt nur im Moment noch nicht. 3, 4, 5 und die 6. Truhe. Yay, Bumeränge. Ist Bumeränge die richtige Mehrzahl? Ein Bumerang, zwei Bumeränge. Zwei Bumerangs? Ich weiß ja nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, damit auch ich es weiß. 4, 5, 6, die 7. Truhe. Mit ein paar Blitzen. So, ich glaube, eine Truhe gibt es dann noch. So, dann nochmal rein hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, das ist die letzte Truhe. Da sind ein paar Charmsteine drin, was unsere Charmpunkte dann erhöht. Und ein Elixier. Na, das hat sich doch gelohnt. So, jetzt müssen wir dann nur noch zurück. Aber das müssen wir tatsächlich zu Fuß machen. Weil wir in diesen einen Raum da, wo es dann quasi die Türen ins Dorf gibt, kommen wir nur, wenn wir eine Maus wären. Und hier gibt es jetzt nichts in der Nähe, was uns zu einer Maus verwandeln könnte. Aber das sollte ja nicht so schlimm sein, hoffe ich. Dann laufen wir halt so ein Stück. Oh, da bin ich runtergefallen. So. Und dann gehen wir hier jetzt lang. Einmal die Sonnenblume hier bitte. Aua. Dann die Sonnenbrillenwolke und diese Sonnenblume. Aua, 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 aua. Aua. Das gibt's doch nicht. Echt mal hier. So. Ah, wenigstens bringt es ein bisschen Gold. Das ist ja auch von Vorteil hin und wieder. Wenn man Sachen nicht umsonst macht. So wie diese 32 Gold, die wir gerade eben eingesammelt haben. Und Herzchen. Die habe ich jetzt auch dringend gebraucht. Wirklich. So. Noch eine Sonnenblume. Noch eine. Da springen wir jetzt einfach mal hinweg. Und da kommt eine Sonnenblume. Wieso kommt da ein Feuerball von hinten? Da war gar keine Sonnenblume. Wo ist sie da? Ist gespawnt. Wer weiß? Wer weiß? Ich weiß es nicht. Ja, ich spring richtig rein. Warum denn auch nicht? Wäre ich mal falsch reingesprungen? Dann wäre ich nicht richtig reingesprungen, sondern eher falsch. 18. Oh, ist ja gut. So, wie sich der Löwe auch manchmal anstellt. Sonnenblume, böse. Böse Sonnenblume, oh nein. Sie könnte meine Mähne beschmutzen mit ihrem Pollen. Ja, da haben wir auch schon gleich das Dorf wieder erreicht. Ey, mein Gold, so. Stirb! Okay, Schlange stirbt, nicht Löwe stirbt. So. Dann können wir hier einfach mal runter. Dann wollte ich nochmal hier kurz gucken. Und zwar hier oben. Hier der Block, das Fragezeichen, das führt doch nur in einen Raum, wo wir uns wieder verwandeln können. Aber das brauchen wir im Moment nicht. So, dann gehen wir uns kurz heilen. Bei der örtlichen Dorfnutte hier. Kostet 175 Gold. Oh nein, wir haben jetzt weniger als 4000 Gold. Nein. So,
Und hier runter gehen wir dann im nächsten Teil. Ich kann das ja schon mal aufmachen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn es wieder heißt, das Mammut spielt Wonderboy 3. Und ich hoffe, ihr habt bis dahin noch viel Spaß und ihr seid dabei. Das hatten wir schon. Na egal, ich sage jetzt einfach mal Tschüss und bis denne.